Erfahrung. Und wenn es ein Tumorverdacht da ist, dann können wir natürlich frühzeitig auch rangehen. Kompetenz. Gute Versorgung, freundliche Schwestern. Alles gut. Immer einsatzbereit. Und da kann praktisch jeder Patient, der Beschwerden hat, kommen ohne Überweisung. Und dann wird eben geklärt, ist es akut. Ein hohes Versorgungsniveau. Auch die Prostatakarzinome werden auch bei uns schlüssellochartig auch operiert. Hightech mit Freundlichkeit und Patientenkomfort verbinden. Und jetzt geht es nur darum, dass sie weiterhin so gesund bleiben und bei uns in Kontrolle bleiben. Das sind die Urologen des Asklepios Klinikum Uckermark. Egon Froh lässt sich bereits von den Urologen des Asklepios Klinikum Uckermark behandeln. Eine Zyste hat sich zu einem Tumor entwickelt. Kann ihm geholfen werden? Rolf Zwanziger ist seit Jahren auf die Dialyse angewiesen. Welche Aussichten gibt es für diesen Patienten? Helga Wojtkowiak ist heute die Erste bei der Visite in der Klinik für Urologie. Bei einer Routineuntersuchung ist ihr Gynäkologe auf ein Polyp gestoßen, ein Tumor in der Blase. Schnellstmöglich wurde sie von den Spezialisten behandelt. Also ein Zufallsbefund, wenn man es so will, nicht? Denn ich hatte keine Schmerzen, nichts gemerkt, nicht? Ja. Und dann, wie gesagt, sagt sie, gehen Sie gleich zum Urologen. Und der Urologe, der hat nur gleich angerufen und dann konnte ich gleich den nächsten Tag hierher und zur Vorbereitung dann und bin dann gleich Freitag operiert worden. Und jetzt immer zur Nachkontrolle oder Nachuntersuchung muss man dann immer, nee, ich glaube, 10 Jahre lang oder so. Und nun sind die 6 Wochen wieder um und dann bin ich jetzt zur Nachkontrolle. Die Nachsorgeuntersuchungen sehen gut aus. Für die Patientin geht es heute wieder nach Hause. In der Urologie werden die harnbildenden und ableitenden Organe behandelt. Dazu zählen auch die Nieren. Die wichtigste Funktion dieser Organe ist die Entgiftung. Die Nieren sorgen für die Ausscheidung von Stoffwechselendprodukten und Giftstoffen über den Urin. Eine Dialysebehandlung ermöglicht es, über Jahre bis Jahrzehnte mit einer weit fortgeschrittenen Nierenerkrankung zu leben. Auf eine solche Behandlung ist auch Rolf Zwanziger angewiesen. Wurde festgestellt, die Blutwerte zu hoch, Kreatinin und sowas. Und da muss man hierher. Das merkt man selbst gar nicht so sehr. Vielleicht ein bisschen Schwäche, aber auch vorher merkt man nicht, dass man nur todkrank ist. Dreimal wöchentlich wird der 78-Jährige dialysiert. Bei einem Nierenversagen ist eine Transplantation für viele Menschen die optimale Therapie. Sie ist aber nicht immer möglich. Nötig ist daher die Nierenersatztherapie. Ja, das wird ja auch den Blut auch gefiltert und die Giftstoffe, was aus dem Blut wird jetzt auch gefiltert, sodass die Kreatinin und Harnstoff aus dem Körper absorbiert wird. Und das ist eigentlich die Dialyse. Ne? Sonst wäre er dann fast vergiftet, wenn wir auch nicht weitermachen. Da kann auch kaum leben. Die Dialyse ist ja, was die Nierenfunktion macht, ist genau dieses Gerät, jetzt macht die Nierenfunktion. Mit der Diagnose hat sich das Leben für Rolf Zwanziger auf Schlag verändert. Der Alltag lässt sich nicht mehr so einfach wie vorher gestalten. Weil man nicht so viel trinken darf. Und wenn man nicht trinken darf, kann man auch nicht viel essen. Man muss immer nur die Hälfte gegenüber früher zu sich nehmen. Haben Sie denn Hoffnung, dass es besser wird? Dialyse wird nicht besser, das geht immer nur bergab. Doch nicht nur die Niereninsuffizienz bringt Einschränkungen mit sich. Bei einer Ultraschalluntersuchung kam dann noch ein Zufallsbefund hinzu. An einer einzelnen Niere wurde ein Tumor entdeckt. Und wir bereiten ihn jetzt einfach vor einer Nephrektomie oder einer Nierenentfernung. Diese Niere arbeitet auch nicht mehr, aber sie hat einen bösartigen Tumor. Und deshalb haben wir den Patienten jetzt aufgenommen, stationär. Wir werden ihn jetzt vorbereiten vor einer Operation. Das geht in den nächsten 2 Tagen. Und heute ist die Dialyse, weil was er auch sowieso hat, der hat ja dreimal in der Woche. Dreimal in der Woche die Dialyse. Also der ist schon chronisch dialysiert worden.
Und die nächste Folge ist ja, die Nierentumor zu entfernen, dass er natürlich weiterhin durch seine Immunschwäche nicht der Tumor weiter verbreiten kann. Egon Froh hat seine Operation bereits hinter sich. Heute ist er zur Nachsorge in der Klinik für Urologie. Entdeckt wurde zunächst eine Zyste. Diese zeigte allerdings Veränderungen. Und da hat eben der Arzt, der behandelnde Arzt gesagt, es wäre ratsam, dies zu entfernen. Schmerzen hat der 80-Jährige nach der OP nicht. Er fühlt sich fit. Sein behandelnder Arzt teilt ihm 10 Tage nach der Entfernung des Tumors die Ergebnisse mit. Aber die Gewebsuntersuchung, was wir gesehen haben, hat sich bestätigt, dass es bösartig ist, aber im Gesunden entfernt. Und jetzt die Nachbehandlung, eigentlich brauchen Sie keine. Es geht nur darum, dass Sie sich erholt haben. Die Niere, die andere Niere hat die Funktion übernommen. Und jetzt geht es nur darum, dass Sie weiterhin so gesund bleiben und bei uns in Kontrolle bleiben. Nach der Entfernung der Klammern geht es für Egon Froh wieder nach Hause. Bei ihm sieht alles soweit gut aus. Sie überzeugen mit Erfahrung und Kompetenz. Sie sind immer einsatzbereit für ihre Patienten. Sie leisten ein hohes Versorgungsniveau. Das sind die Ärzte und Spezialisten der Klinik für Urologie am Asklepios-Klinikum Uckermark.